Schulden. So, meine Freunde, bevor es hier richtig losgeht mit dem Video, unterbrechen wir es gleich und machen kurz Werbung in eigener Sache. Denn viele von euch haben es mitbekommen, Anfang des Jahres 2023 haben wir eine Kinotour gemacht durch Deutschland und Österreich mit dem eigens produzierten Angelfilm. Wir haben uns da richtig den Hintern aufgerissen und wir wurden oft gefragt, okay, kann man sich diesen Film irgendwann online angucken? Wir können diesen Film leider nicht gratis hier auf YouTube zur Verfügung stellen, denn wir wollen damit das nächste Projekt finanzieren. Und da haben wir eine richtig großartige Idee, aber das kostet auch ein bisschen was. Deswegen ist jetzt auf freestylefishing.tv unser Kinofilm online. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder dort, wo es die richtigen Monsterbarsche gibt, nämlich direkt in Spanien. Hinter mir steht schon mein Angelkumpane für die nächsten 4 Tage, Mr. Yoshi Nator. Wir gehen Barschangeln die nächsten Tage, nicht nur auf Barsch, sondern ich möchte diesmal auch probieren, hier in diesem Riesensee, wo es diese Monsterbarsche gibt, am Perchzilla, auch mal Hecht zu angeln, weil wo es große Barsche gibt, gibt es in der Regel auch immer mal wieder einen großen Hecht. Hier hinten wird gerade vom Steg gepinkelt. Nee, und wir wurden gestern mega nett empfangen. Wir hatten erstmal 2 Polizeikontrollen auf dem Weg hierher. Völlig random. Komplett. Einfach ohne Sinn. Wir fahren 45 Minuten vom Flughafen zur Unterkunft, 2 Polizeikontrollen. Und auch so wirklich bilderbuchmäßig, so ganz langsam hinter uns gefahren, so ein bisschen begleitet. Und dann mal, als das Stoppschild war, einmal kurz Blaulicht. Freundlich, komm mal aus. Und dann so ausgestiegen, Hände hier so reingehangen. Hola, señor. Aber alles war gut. Alles war gut. Die Jungs hier von Perchzilla haben uns herzlich empfangen gestern Nacht um 1. Die ganze Nacht das Tackle noch vorbereitet. Letztendlich 1-2 Stunden nur geschlafen, weil wir hochmotiviert heute Morgen aufgestanden sind. Und jetzt geht's auch direkt los. Yoshi ist schon montiert und gerickt. Schießt jetzt gleich los. Checkt auf jeden Fall auch mal unten die Videobeschreibung ab, denn dort findet ihr schon die Videos von Yoshi, weil die kommen definitiv früher online als die von mir. Und ja, ab geht's. Oh no, sieh. So, Kajak ist montiert. Yoshi ist schon fleißig am Angeln. Echt jetzt? Es kann losgehen. Sieht schon sick aus hier. Bisschen auch was von Jurassic Park. Full. Ich würde sagen, Sonar full. Complete full. Casting, casting, casting. From bottom to top. Complete full. Jo. Vamos! Ja? Vamos, habe ich gesagt. Hast du auch einen? Jo. Bruder, die sind so fett, ne? Mamma mia! Alter! Auf jeden Fall auch ein guter 40er.
Fünftklässler, Sechstklässler, was das ist, mit ihren Kajaks vorbeigefahren sind. Und es hat nicht nur bei mir Bumm gemacht. Das ist jetzt ein 53er einfach. Was ist der MPB? 52. Genau, glatt 52. Kannst du halt echt schwer einschätzen. Nee, ist genauso groß. Bisschen kleiner. 49. Also, Plan ist aufgegangen. Spanien ist wieder gut zu uns. Schöner Küchenfisch. Den kann man jetzt rausfiletieren, oder? Nein, der darf natürlich gleich wieder schwimmen. Junge. Alter, was für ein Monster. Dafür sind wir hierher gekommen. Boah, wegen denen sind wir hier. Alter. Ich angel auf Barschweite. Was? Hatte ich vorher, ja. Puffy. One puffy a day keeps the doctor away. True, true. Jo, there it is. Good? Ja. Wirklich? Ja. Geil. Oh, life piece. Der ist groß. Der ist ordentlich. Der ist ordentlich. Leute, der Chinese ist am Grillen. Ich hab grad noch drüber gequatscht. Ungesehen. Schönes Kühlchen, Alter. Uiuiuiui. Digga, hier gibt's keine kleinen, wa? Nein, ich glaub nicht. Ich geh in dir. Oh, Junge! Oh, Mamma mia! This is heaven! Felix, Alter. Gerade haben wir noch drüber gesprochen. Man muss es wahrscheinlich untertiteln, weil der Ton von der Kleinkamera hier nicht so geil ist. Aber man wird es erahnen können, dass ich gesagt habe, one puffy a day keeps the doctor away, Alter. Und Felix keept ihn heute richtig away. Heute kommt kein Doktor. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Barsch. Geh weg von mir. Ich sehe wirklich nur Barsch. Warte. Jetzt besser? Boah. Alter. Boah. Ist der fett, ey. Junge. Auf den kleinen Stacy. Lass ich den weggehämmert. Twitch-Bait wollen sie heute auf jeden Fall, ne? Machen. Ich sag mal so, für den ersten Tag ist das okay. Eingeangelt haben wir uns. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Raum für Verbesserungen lassen. 2,50er, 3, 4,40er, einen fetten Zander. Habe ich was vergessen? Nee, oder? Nee. Naja, dass wir irgendwie im Paradies sind, so wie das hier aussieht. Ey, wenn ich irgendwo stranden würde und es so aussieht wie hier, ich würde Freudensprünge machen. Kann man schon mal 3 Tage bleiben auf so einer Insel. Und vor allen Dingen, wenn ich sehe, was da hinten noch kommt. Uiuiuiui. Jurassic Park. Der erste viel zu lange Tag ist vorbei. Wir sind jetzt schon wieder an Land, haben die Kajaks abgeräumt und alles soweit zusammengepackt. Ich bin mega fertig, letzte Nacht nur eine Stunde geschlafen, das merkt man auch, den ganzen Tag nichts gegessen, weil wir gestern nichts eingekauft haben. Deswegen gehen wir jetzt erstmal eine ordentliche Portion essen. Bevor es mit dem Essen losging, ging es für mich nochmal zurück ins Wasser, denn vor dem Bootssteg stand ein dicker Zander und den wollte ich mir nicht entgehen lassen.
Nach einer kurzen Nacht ging es für uns am nächsten Morgen direkt wieder auf den See. Wir sind jetzt kurz mal an Land gefahren, der Spot von gestern, wo wir hier die zwei großen hatten, oder einen 49er und einen 50er, der hat wieder einen Fisch produziert, der hat gerade direkt unterm Kajak gebissen, den zeige ich euch jetzt mal schnell und dann ziehe ich mich kurz um, packe mich in den Neo, weil dieser hübsche Herr hier hat seinen Köder verschossen. Was passiert? Und wir wollen das Release unter Wasser filmen. Ja, ja, man kann es gut kombinieren auf jeden Fall. Nee, da ist, hat das Material ein bisschen nachgegeben. Und ja, holen wir den Köder raus, lassen den Fisch frei und machen Mittag. Wasserschutz. Und Mittag, perfekt. Wir sind hier auch gerade schön im Windschatten von der Insel, drückt schön der Wind rüber. Und da kann man sich auch mal entspannt hinsetzen und ein Würstchen essen. Ein kleiner 40er. Er wird schon so seine 42, 43 ja. haben. Voll verrückt, der hat wirklich wie ein Hecht gebissen, direkt unterm Boot. Schon ein bisschen erschrocken. There has to be a big perch somewhere. Big, big, big perch. Big So, mittlerweile haben wir Tag 3. Gestern war ein wirklich sehr langsamer Tag. Wir hatten ein paar Zander und einen Barsch. Aber es war zäh. Jetzt heute haben wir genau dasselbe Wetter wie in den letzten drei Tagen. Gestern ist einmal ganz kurz die Sonne rausgekommen. Aber letztendlich bleibt es eigentlich die ganze Zeit relativ bewölkt. Wir haben gegen Mittag wieder ein bisschen mehr Wind und heute fahren wir mal eine bisschen andere Strategie. Wir angeln Plätze, die wir die letzten Tage gar nicht beangelt haben und müssen wirklich gucken, dass wir die Fische finden. Am ersten Tag hat es richtig, richtig gut funktioniert. Der zweite war ein bisschen langsam. Mal gucken, wie es heute läuft. Wir werden wieder hauptsächlich mit Twitchbaits, mit tieflaufenden Twitchbaits, die Uferkanten absuchen. Wirklich auf sehr klar gewaschenen Steinen stehen die Barsche aktuell. Jedes Mal, wenn wir zum Beispiel leichte Bodenalgen gehabt haben oder sandigen Boden, waren eigentlich relativ wenig Fische unterwegs. Aber genau dann, wenn wir so Strömungskanten gefunden haben unter Wasser, wo ein bisschen klarer freigewaschen waren, da waren dann eigentlich auch immer Barsche gestanden. Gestern hatten sie nicht wirklich Bock auf unsere Köder, aber das kann heute natürlich schon wieder ganz anders aussehen. Das Hechtangeln, ich habe da hinten schon wieder ein Swimbait drauf, so einen kleinen Lucky Craft Swimbait, hat gestern das erste Mal so ein bisschen Früchte getragen. Ich habe einen kleinen verloren beim Schleppen. Der hat auf so eine fette Savage Geroach gebissen. Aber sonst hat sich auch noch kein Hecht blicken lassen. Der hat gestern über so einem fetten Krautfeld gebissen in einem großen Flachwasserbereich. Das war aber ziemlich weit weg. Ich werde es aber heute noch mal ein bisschen in den Steilkanten probieren, um da noch mal vielleicht den einen oder anderen fetten Swimbait zu werfen. Weil hier gibt es so richtig, richtig, richtig dicke Hechte. Ich habe ein paar Bilder gesehen. Die sehen fast genauso aus wie die Barsche hier. Ja, mal gucken, was heute so passiert. Morgen haben wir dann noch den letzten Tag. Es ist auf jeden Fall eine krasse Kulisse hier. Ich muss heute noch ein bisschen mehr mit der Hauptkamera filmen, weil die hatte ich gestern den ganzen Tag im Unterwassergehäuse. Aber jetzt wird erstmal ein bisschen geangelt, wieder die GoPro rumgeschnallt und die 360-Grad-Kamera. Das funktioniert leider nicht besser, auf dem Kajak zu filmen. Aber ja, ich bin gespannt, was da heute noch so kommt. Ay, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lamb as my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire. Can stand to the tallest of giants, the tyrant, and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But God did it. But you rose like the flower.
Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. 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 Ayy, I got the drive, the bus, the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's faith that's in the reps. Ain't no regrets, I do too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the plays and I do what he want. This ain't a front, glory to G-O-D. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. 100% out of me, cause he gave it all on the tee when he let it bleed. So what is you saying to me? You just insecure about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me first cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Learn from it first and then I react. Big perch. Big perch. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Oh. Welcome to the 50 Club. Oh. Bam, Junge. Alter. Ich bin jetzt gerade mal in einen etwas anderen Bereich gefahren. Hier unten an der Staumauer, am Ende vom See, letztendlich im tiefen Wasser. Und hier ist so eine abgerissene Brücke. Und das verläuft hier relativ steil rein. Aber genau an der Kante dieser Brücke, so auf 3-4 Metern, habe ich jetzt ein bisschen lang getwitcht mit Stacy, Lucky Craft Stacy, einer der besten Köder auf jeden Fall auf diesem Trip. Und ja, der hat mir jetzt einen richtig, richtig dicken Zander beschert. Den versuche ich euch jetzt mal kurz zu zeigen, weil Yoshi ist gerade ein bisschen weiter weg. Deswegen muss ich jetzt hier irgendwie die Kamera in die Brücke stellen. Ich hoffe, die schmiert mir nicht ab. Und dann zeige ich euch mal das fette Ding mit der leichten Barschroute. Ein absoluter Fight. Natürlich war die GoPro gerade leer. Schaut euch mal diesen fetten Zander an. Alter Schwede, geil. Den hat er gebissen. Kleinen Stacy, der hat in den letzten Tagen schon richtig viele Fische gebracht. Die ganzen Barsche, aber auch den einen oder anderen Zander. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. Fische hier nochmal den Spot ein bisschen aus. Und dann geht's wieder zurück zu Yoshi. Schöner Hecht. Schöner Hecht, geht ganz knapp. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen die Steilkanten abgeschleppt. Und da hat dieser schöne Hecht hier gebissen. So ein Ende 70er sein. Hat voll reingehämmert auf den Schleppköder, richtig geil. Hat mir zwar voll die Hand zerhauen beim Landen, aber das hat sich gelohnt, ey. Geil. Richtig nice. I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promise that's meant for me. I know the enemy and that he's sent for me. So meine Freunde, der dritte Angeltag hier am Perchzilla ist vorbei. Wir haben den ganzen Tag wieder mega hart neckig durchgezogen und es hat sich auch rentiert. Heute hatten wir 4 Barsche. Es war zäh, aber wir haben sie immer mal wieder an den Kanten gefunden. Wir angeln wirklich hauptsächlich nur mit tieflaufenden Twitchbaits und da geht der Plan dann auch irgendwann auf. Man braucht wirklich viel Zeit, dass man halt genau den Bereich findet, wo sie stehen. Es ist nicht so, dass hier der ganze See einfach voll ist mit Barschen. Man muss sich schon ordentlich anstrengen, dass man auf seinen Fisch kommt, aber im Schnitt sind es dann auch richtig, richtig dicke Barsche. Also das ist hier komplett verrückt. Die kann man aber wirklich auch nur dort fangen, wo sie existieren. Ne? Also hier hat man einen guten Schnitt. Wir hatten jetzt heute nochmal 2 mit 48, einen mit 46 und einen mit 49, was komplett geisteskrank ist. Und ja, das waren jetzt auf jeden Fall die 3 Angeltage hier am Perchzilla. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall mal die ganzen Videos unten in der Videobeschreibung aus, die Yoshi gemacht hat. Der hat nämlich hier 2-3 Stück gedreht. Und morgen haben wir dann noch einen allerletzten Angeltag, da werden wir aber nur den halben Tag angeln. Da werde ich wahrscheinlich kein Video mehr drehen, aber vielleicht gibt es da noch was bei Yoshi auf dem Kanal. Gut, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.